setzen wir unseren Weg als Sucherin fort. Und damit, hey, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. In unserem Notizbuch gibt es neue Einträge zu den Maschinen. Und zwar den Plünderer. Den Verderber. Und den Sägezahn. Derweil haben wir eine Fertigkeit wieder verdient, die wir natürlich irgendwo einsetzen müssen. Und wir nehmen die zusätzlichen Rohstoffe dieses Mal. Nebenbei gehen wir nochmal hier hin. Würden wir gerne was kaufen. Oder was verkaufen. Oh, oh, oh. Na, wobei... Ach komm. Das sind ja einfach nur Händlersachen, gell? Geschäfte mit Händlern. Geschäfte mit Händlern. Händler. Händler. Das. Kühlsaft. Ja, die anderen Sachen würde ich mal behalten. Was ist das? Metallbrand. Diese gewöhnliche Rohstoffe ist ein primäres Herstellungsmittel für alle Arten von Verderbnismunition. Ich behalte es mal. Verkauf aber so lang das hier. Waffen würde ich gerne noch behalten. Trotzdem, vielen Dank. Wir gehen weiter, Leute. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich weiß nur, dass wir jetzt außerhalb des Heiligen Landes auch uns bewegen dürfen. Ich glaube, das ist das Heilige Land und wir gehen hier gerade raus. Ach, hier müssen wir die Übungsmaschine testen. Okay, es gibt aber... Hier sind Ruinen. Wir gehen zu den Ruinen. Map, laufe ich hier richtig? Ja. In die Richtung liegen irgendwelche Ruinen. Ich würde mir das gerne mal anschauen. Keine Ahnung, was uns erwartet. Ich würde gerne wieder die normalen Pfeile ausrüsten und nebenbei noch welche craften. Wir haben ja fast gar keine mehr. Der Himmel öffnet seine Schleusen. Nein. Fängt an zu regnen. Das hier... Gott, kann ich hier runter? Dieser alte Ort. Ich war seit Jahren nicht mehr hier. Oh, what? Das ist da, wo wir als Kind waren. Ja. Und Machu Picchu. Das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. Es gibt 63 Datenpunkte insgesamt in-game. Yo. Andere Frage. Wie kommen wir hier eigentlich raus? Ah, okay. Der führt uns den Weg. Wieso habe ich denn das ausgewählt? Hier. Da? Ah, ja. Mittlerweile kommen wir auch selber hier raus. Cool, dass das als Easter Egg sozusagen noch in-game einprogrammiert ist, dass wir dieses Ding haben. So, aber wir folgen jetzt erstmal unserem Weg. Und hoffen, dass wir ein paar Heilmittel finden. Wir haben nämlich null Heilung. Aber wir haben einen Truthahn. Den holen wir uns. Zack. Und wir getten. Perfekt. Essen kann man nämlich beim Dings verkaufen. Das ist eigentlich ganz cool. So. Ich habe keine Heil-Items. Und das macht mir echt Sorgen. Aber wir können hier nochmal kurz zwischenspeichern. Jetzt sind wir ungefähr gleich weit. Oh je. Oh je. Oh je. Nee, ich war noch nicht so weit beim letzten Magga. Stimmt auch wieder. Oh, super. Zack, zack. Also sie springt automatisch. Ja. Okay, vor uns irgendwo ist das Läuferareal. Oh. I think I found it. Läufer. An ihm. Schön leise. Okay, dann mal los. Komm jetzt, mach schon.
Hat nicht so gut geklappt, glaube ich. Ist es da vorne? Nicht dein Ernst, oder? Bitte, wie viele sind das? Im Groben und Ganzen eigentlich eine sehr schlechte Idee. Zack und down. Ich bin geduckt. Der sieht mich trotzdem. Oh. Bitte. Nein, 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 nein. Die sehen uns nicht. Nicht, wenn wir hier drin sind. Lauft weg. Aber wir haben eine neue Fähigkeit. Wir können eine neue Fähigkeit machen. Aber ich glaube, wir sparen erstmal. Nein. Hör auf, mich scannen zu wollen. Ich habe ein richtig, richtig mieses Gefühl bei der Sache. Genau. Ich bin längst weg. Nein, 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 geh weg. Stiller Schlag. Der ist einfach down. Nein, der sieht mich nicht. Und jetzt? Der Dude hat mich gesehen. Okay. Schlechte Idee. Okay, er ist betäubt. Yes, okay. Wir leben noch. Wir konnten zwar dieses Überbrückungsgerät nicht testen, aber wir leben noch. Wir brauchen Heilung. Oh, bitte sag mir, dass du Heilung bist. No, wir müssen Heilung suchen. Noch nee. Kommen wir nicht von da oben? Nee, da sind die Tore. Warte mal. Wir müssen zuerst die Läufer machen. Nein, wir werden doch so sterben. Ach, der ist auch down? Achso, nee, ist nicht down. Jetzt gib mir doch Heilung, hallo. Okay, wir nehmen den Truthahn noch mit. Hallo? Dankeschön. Der ist gerade nicht... Sie ist gerade nicht gelaufen. C. Sehr hilfreich. Du siehst mich nicht. Also, braver Junge. Das ist ja. Lauf! Dieser Läufer ist schnell. Die Bestie läuft. Ich sollte noch andere Maschinen anrufen. Oh, was? Man kann doch nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. Okay, der ist down. Das war ein großer Fehler. Bam.
Nein! Bloß nicht sterben. Nein. Komm bitte, bitte nicht sterben. Okay, er ist down. Weg hier, weg hier, weg hier. Ganz dringend weg hier. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ganz hier hinten in die Ecke. Du siehst mich nicht. Ich komme hier raus. Das ist viel zu weit zu rennen, oder? Jetzt müssen wir zu Val. Ja, komm, wir rennen. Ducken. Okay. Ich glaube, die sind beide weit genug weg. Okay, wir sind versteckt, so halbwegs. Die können uns da hinten safe nicht sehen. Jetzt kommen sie und rennen mich komplett um. Ich sag's euch, es wird kommen. Nein, aber es ist bis jetzt alles gut. Bis jetzt noch alles gut. Ist im Rahmen. Wobei ich halt schon gern ziemlich eine Heilung hätte. Diese Musik weiß überhaupt nichts Gutes. Ich überlebe keinen weiteren Angriff. Rede mit Val. Wo ist denn der Dude? Der schnellste Weg nach unten. Heiltrank. Ich will Heilung. Modifikationskiste brauche ich nicht. Ich brauche Heilung. Wir werden so sterben. Kampfgeräusche. Direkt vor den Toren? Ja. Die tot. Tore scheinen zerstört zu sein. Vorsichtig! Holt es näher ran! Näher! Okay, die haben selber down gemacht. Oh mein Gott, ich hätte keinen weiteren Kampf überlebt. Ich wäre tot gewesen. Oh mein Gott. Val, nicht wahr? Aloy. Ja. Die Gewinnerin der Erprobung. Ja, der Profi. Du hast also tatsächlich überlebt. Erzmutter Tirsa. Naja, also gerade fast nicht. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Maria, okay. Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Ich frag mich, was da los ist. Also, wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Die Maschinen sind ja programmiert von einem Menschen. Oder von mehreren. Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Hätte ich auch gemacht, dann, ja. Gefahren? Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Ja, was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da drin. Kann ich wieder zurückgehen? Bitte! Zu verbreiten. Ja, oh no! Ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Das heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Was? Jo, ich muss jetzt los. Ich sollte jetzt gehen. Ja. Aloy. Bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist. Könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie...
Sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich guck. Ich tue, was ich kann. Mal schauen. Ich kann ihn nicht rein zufällig ausbeuten. Die Göttin schütze dich. Vielen Dank. Oh ja, speichern. Das brauche ich jetzt ganz dringend. Nämlich keine Leben mehr. Scheint, als sei ich verletzt. Mein ganzes Leben. Immer im Becken. Die Welt ist größer geworden. Aber auch gefährlicher. Und kann doch nicht sein, dass ich hier keine Heilung habe. Heilen. Sehr schön. We need more. Also bevor ich jetzt hier anfange, groß rumzulaufen, hole ich mir Heilung, so viel ich hier kann. Ich hole mir noch Frostbeulen. Okay, aber jetzt haben wir mehr Heilung. Und falls wir sterben sollten, spawnen wir hier mit mehr Heilung. Das ist ja Student. Ich hoffe mal nicht, dass wir sterben. Aber ich kann halt nichts versprechen. Aber wir müssen hier lang. 950 Meter. Ja. Oh. Wieso Feuerpfeile? Hör auf, Feuerpfeile auszuwählen. Bitte, warum ist das jetzt explodiert? Aber wir können es ja heilen. Die Welt da draußen ist gefährlich. Sind das Sägezähne? Bam. Der ist fast down. Yes. Zack, zerab. Ja gut, der ist weg. Also hoffe ich zumindest mal. Waren wir hier nicht schon mal mit Rost? Hier ist alles voll mit Gegnern. Da hinten auch. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall vorsichtiger sein. Die offene Welt ist gefährlich. Das, was ich ja meistens eigentlich nicht so gut finde. Für später. Nee, nicht für später. Du musst dich hochheilen. Oh, irgendwelche Schockwurzeln. Brauche ich nicht. Ich brauche Heilung. Wobei, wir sind schon wieder eigentlich ganz gut voll, aber ich hätte gern trotzdem noch Heilung in petto. Ja, da sind wir voll, okay. Ich fühle mich sicherer. Was nicht heißt, dass ich sicher bin. Oh. Was? Egal, aber die Geräusche haben mich auf diese Stöcke gelenkt. Und vielleicht auch auf hier auf dem Stück. Sind das Waschbären? War doch, Waschbären. Was? No! Ich kann mir vorstellen, dass das voll viel wert ist. Das ist jetzt ziemlich weit. Diese 900 Meter. Aber wir haben auch nicht wirklich mehr viel Zeit, deswegen würde ich noch laufen. Und dann einfach, einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Sonst, wenn wir jetzt noch am Anfang einer Folge wären, hätte ich einfach doppelte Geschwindigkeit oder dreifach gemacht. Und euch das als Timelapse reingeschnitten in schnellerer Version. Val sagte, auf der anderen Flussseite könne man gut Maschinen jagen. Ich weiß nicht, was er meinte. Wo sind denn hier Maschinen? Ey, das sind so immens viele. Da wurde wohl jemand überrascht. Unter der Rahmen. Oh, der scheint nicht auf meiner Seite zu sein. Ja, blende mich halt. Der war, ich hab den doch. Was? Ich hab ihn doch. Ach komm. Auf jeden Fall sind sie down. Okay, hier kein Platz mehr.
Ja, ich würde gerne den anderen noch durchsuchen. Perfekt. Wir müssen mal wieder Sachen verkaufen. Wir können keine Wächterlinsen mehr tragen. Aber hier. Oh, Draht auch nicht mehr. Aber die lohnen. Ganz kurz, I. Fertigkeiten. Nee, nicht Fertigkeiten. Wie war das? Herstellen? Ja, Tragekapazität. Für Rohstoffe. Ja. Ach komm, machen wir einfach alles, was wir gerade upgraden können. Wobei, Tränke benutze ich nicht so häufig und das eigentlich auch nicht. Heilen, ach ich weiß nicht. Hier, komm, nehmen wir noch Outfit mit. Ach, wir nehmen einfach alles, komm. Wer weiß, vielleicht brauche ich irgendwann. Wir haben wieder eine Fertigkeit. Schön, aber wir sparen ja jetzt. Bitte Heilung. Schön. Okay, dann machen wir uns mal auf... Ah, nee, halt. Wo geht's denn lang? Da lang. Ja, komm. Dann laufen wir jetzt einfach noch ein bisschen. Wir haben 20 Minuten und mehr als 20 Minuten müssen wir nicht unbedingt aufnehmen, ja? Deswegen laufe ich jetzt einfach ein bisschen. Da können wir so über alltägliche Dinge reden, wie... Wieso können wir schwimmen? Also mit Kleidung. Macht halt überhaupt keinen Sinn. Also halt, dass man mit Kleidung schwimmen geht. So, was hast denn du hier zu verkaufen? Eigentlich nicht. Jetzt. Ich will keine Schleuder, ich will wenn dann so einen ultra starken Bogen in lila. Outfit, oh ja. Aber das ist eine sehr schwere Rüstung. Ich hätte was zum Verkaufen. Sägezahn, das da, Truthahn, das da, das da, das da. Lohn würde ich behalten. Wobei, wir haben hier 6 zu viel. Das da, das da, das da, das da, das da, das da, das da. Ein Draht im Vergleich zu 100. Die Stöcke würde ich auch behalten. Und verkaufen. Jo, ich muss weiter. Trotzdem vielen Dank. So, wir müssen auf jeden Fall zur Mutter kriegen. Ja, scheint so. Erstmal ausrauben. Das ist so makaber. Mit dir rede ich gleich, wenn ich deine Freunde ausgebeutet habe. Er sieht aus wie Sonic in Rot. Neil. Einen wunderschönen guten Tag. Voraus lauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder. Hier ist Noraland. Ja, ja, ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja, der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Ah, dann ist ja nicht so schlimm. In Verruf bringt. Dann passt das. Val sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Ja. So simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Das ist schön. Sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. Ich kann doch nicht 10.000 Sachen gleichzeitig machen. Mein Fokus empfängt sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen. Es bewegt sich. Was ist das? Das Signal. Wo kommt das her? Diese Ruinen. Oh, es laggt. Das muss Teufelsdurst sein. Eine Stadt der Alten. Langhals. Dinosaurier oder was? Aus so Dings. Oh. Yo, Günni. Wie geht's? Sie sind heute ein bisschen down. Direkt geduckt bleiben, dass sie mich nicht sehen können. Wo war jetzt das Signal? Oh. Ich weiß nicht, ob wir hier hin sollten. Das Signal ist hier ganz in der Nähe. Wo denn? Das ist ein Läufer. Das ist schlecht animierter Rauch. Es war irgendwie hier.
Da. Das ist zumindest auf der Karte markiert als Langhals. Falls das ein Langhals ist, ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen da sowieso durch. Bam. Okay, er sieht mich, er sieht mich. Down. Bam. Du bist am Ende. Na, hätte ich jetzt nicht gesagt. Vor allem, weil du keine Munition mehr hast. Und ich glaube, der Dude hat uns gesehen. Perfekt, Feuerpfeil. Wieder normaler Pfeil. Wow! Perfekt. Oh, da kommt jemand. Ah, nur so. Ein Läufer. Okay. Ich glaube, das wird doch eine längere Folge heute. Wahrscheinlich muss ich hier nachher auch nochmal was aufnehmen. Sieht nicht so aus, als gäbe es hier einen Safe Point. Wobei ich mir in diesen Ruinen unwohl vorkomme. Oh, ich höre Geräusche. Ja, ich schaue mich jetzt... Was? Rechter Ressource. Ja, ich gucke mich jetzt ganz genau um, ob hier Gegner sind. Es wird auch Nacht. Hier sind keine Gegner. Auch wenn die Musik das so andeuten will. Was ist das da vorne? Was ist denn mit dem los? Ey, der wurde mir nicht auf der Map angezeigt. Was ist denn das? Ey, der hat mich komplett überrascht. Bam. Weirder Dude. Aber wo war jetzt dieses Signal? Da. Sieht genauso aus, wie Rust es beschrieben hat. Oh mein Gott. Das Signal kommt wohl aus seinem Kopf. Also muss ich irgendwie da hoch. Aber der ist nicht fein. Oh, 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 ein Lagerfeuer. Oh, perfekt. Da kann ich hier beenden, die Folge. Ja, super. Dann gucken wir uns dieses Riesenviech beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Die heutige Folge hat mir total gefallen. Es war richtig episch. Wir standen kurz vorm Tod. Oh Gott. Beim nächsten Mal wird's besser. Ich sag's euch. Bis dann, Leute. Und ciao.